Ja, moin moin, liebe Motorradfreunde, hier ist Dietmar von motorradtest.de. Ich begrüße euch zum Test der Suzuki GSF 1250 SA Bandit. Diese Maschine gehört meinem Bruder, das ist Uwe. Hallo Uwe. Moin. Also ist SA eigentlich richtig? Da gibt es ja so unterschiedliche Angaben, ne? Weißt du auch nicht so genau? Das A steht für ABS, deswegen ist das so, richtig, ja. Genau. Aber es gibt ja auch eine, also das ist die S mit der Halbverkleidung. Ja. Es gibt auch eine Bandit, die heißt ja nur GSF S 1250. Die nackte, ja, die ist ein bisschen seltener gewesen, sieht eigentlich sehr schön aus oder sah immer sehr schön aus, aber ja. Das ist eine S. Das Standard. Ja. Gut, also die meisten sagen dazu sowieso einfach nur Bandit, ja, ne? Diese Maschine wurde von 2007 bis 2016 gebaut. Es handelt sich hier also um einen Gebrauchttest, haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Diese Maschine ist von 2010, glaube ich, ne? Ja. Die, wann hast du die gekauft? Letztes Jahr im Juli oder August. Was hast du bezahlt? 3000. Oh, unter 4? 3,6. Oh, das ist aber günstig. Also ich habe nochmal bei Mobile geguckt. Ich habe mir hier aufgeschrieben, ab 4,5. Ja, das war letztes Jahr, oder war das vor 2 Jahren? Nee, letztes Jahr war das. Und es war tatsächlich so, dass die, er wollte haben, 3,8, glaube ich. Und ich habe ihn dann runtergehandelt auf 3,6. Und das war die günstigste Bandit, also so wie sie hier steht, mit vergleichbaren Daten. Die du gesehen hast. In ganz Norddeutschland. Also, ja, das ist echt cool. Also, das war ein Kiebitz-Reihe, also drei Orte weiter. Ja. Also wenn ihr euch für das Motorrad interessiert, schaut mal bei mobile.de. Wie gesagt, so ab 4,5 geht das eigentlich los, je nach Kilometerzahl. Die hat knapp über 50.000 Kilometer runter. Und ja, die Bandit, die hat eine lange Historie. Es gab ja auch die Vorgänger, die luftgekühlt, ne? Die kennt eigentlich jeder Motorradfahrer. Ja. Und diese hier, die flüssigkeitsgekühlte, die war 2007 und 2008, ich habe nochmal geguckt, also gehörte zu den meistverkauften Motorrädern in Deutschland. Ich glaube sogar, es war die meistverkaufte. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein super beliebtes Motorrad. Mhm. Und ja, wir werden jetzt hier in der nächsten halben Stunde das Gerät mal ordentlich für euch auseinandernehmen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wir hoffen, ihr habt Kaffee und Gebäck bereit gestellt. Sehr gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Test und schon geht das los! Das kann ich. Wir starten dann mit den Abmessungen. Die Suzuki GSF 1250 Bandit ist 2,14 Meter lang, Sitzhöhe 805 oder 825 mm, kann man hier einstellen, Radstand 1,48 und Gewicht, ja, das ist eben so bei alten Maschinen, die wiegt richtig was, 254 Kilogramm vollgetankt und das zulässige Gesamtgewicht liegt hier bei 475. Das sind echt Werte, naja, früher war das so. Also mit der Maschine kann man halt auch reisen und ordentlich was mitnehmen. So, du hältst mich hoffentlich, Uwe? Ja. Ja, auch ich sitze hier eigentlich ganz, ganz kommod, muss ich sagen. Ja, das erste Mal, dass einer hinten drauf sitzt. Ja, wie fühlt sich das an für dich? Okay, also ich habe zwar gemerkt, klar, beim Einfedern eben, aber, Entschuldigung, aber vom aber Platz. Du hast Platz, ne? Ja, Platz ohne Ende. Und du? Ich habe auch Platz. Ja. Also das Sitzkissen ist auch schön groß, bleib mal drauf. Ja. Sie hat hier hinten nur so einen Haltebügel. Ich weiß gar nicht, ob das für zum Halten gedacht ist, ich glaube schon. Wahrscheinlich, ne? Ja, ja, also ein Halterriemen gibt es nicht. Aber das ist echt eine Maschine, mit der man auch mal zu zweit, glaube ich, eine längere Tour machen kann. Auf jeden Fall, immer. So, Cockpit und Bedienung, das ist natürlich hier alles sehr einfach gehalten bei der Bandit. Wir haben hier rechts Killswitch und Anlasser, hier auf der linken Seite Lichtsteuerung, Hupe und dann hier eine Warnblinkanlage immerhin, hier gibt es Fernlicht. Und dann, ja, hat mir Uwe gerade erzählt, hier, das ist ein
das ist kein Scott Euler, sondern wie heißt das Ding nochmal? CLS, ein Kettenöler ist das. Kettenöler von CLS, genau. Und den gibt's, das ist jetzt hier nur der Kettenöler, den gibt's aber auch mit? Mit Heizgriffen. Integrierten Heizgriffen. Ne? Also falls ihr da mal gucken wollt, auf dem Gebrauchtmarkt ist das eigentlich eine ganz schicke Sache. Und dann, das hast du aber nicht gemacht, das hat der Vorgänger ja, gemacht. Ja, das hat der Vorgänger gemacht. Das ist die Ganganzeige. Genau, hier gibt es eine Ganganzeige, kann man jetzt nicht sehen, aber seht ihr nachher während der Fahrt. Ja, das Cockpit ist sehr schön, klassisch hier bei der Bandit. Links ein analoger Drehzahlmesser und rechts dann halt so ein LC-Display. Ja, es gibt hier so einen Schalter, da kann ich dann irgendwie... Das sagt er jetzt, check irgendwie. Sollen wir mal den Motor anschmeißen, oder? Ja. So, und jetzt seht ihr die normale Anzeige hier. Also hier ist so ein kleiner Bordcomputer für den Tageskilometerzähler. Da, ne? Genau. So, dann habt ihr hier eine Geschwindigkeit, hier eine Benzinfüllstandanzeige und das war's. Und wie gesagt, normalerweise hat sie halt keine Ganganzeige. Das ist so ein bisschen, ja gut, das war früher so, das war früher irgendwie total Usus. Und ja, auch die technische Ausstattung, es gibt hier nichts. Es gibt ABS bei dieser Maschine hier. Es gibt natürlich auch Bandits ohne ABS. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr euch eine kauft. Aber keine Fahrmodi, keine Traktionskontrolle, kein gar nichts. Also das Motorrad müsst ihr noch selber fahren. Und ja, das macht auch so ein bisschen, finde ich, den Reiz aus von diesen älteren Maschinen. So, Beleuchtung vorne. Ich mache mal die Zündung an und dann geht auch schon das Abblendlicht an. Dann gibt es hier Fernlicht. Es gibt, wie gesagt, auch eine Warmblinkanlage hier. Das sind sicherlich nicht die originalen Blinker, die sind nachgerüstet. Normalerweise sind hier ein bisschen größere dran, aber ja, also kein LED, das sind halt noch Glühbirnen, H4-Scheinwerfer, so wie das früher halt war. So, Licht hinten genau das gleiche. Das ist das Rücklicht, Bremslicht und auch hier zeige ich nochmal die Blinker. Und das war's mit dem Licht. So, Probefahrt auf der Suzuki 1250 Bandit. Wir haben hier eine graue Version. Es gab im Laufe der Jahre diverse Farben. Also ich blende hier mal ein paar ein, aber das sind bei weitem nicht alle. Suzuki hat da ja quasi jedes Jahr sich irgendwie was Neues überlegt. Das ist so ein Klassiker hier in Grau, finde ich auch super schick. Ich finde sowieso, die Maschine sieht super schick aus. Also na klar, man sieht halt, dass es keine moderne Maschine ist, aber so für so einen Klassiker richtig geil. Ja, und dann wollen wir sie mal bewegen. Wie sitzt es sich? Ja, also das ist der Inbegriff eines Sporttourers. Das werdet ihr auch gleich während der Fahrt merken, wie sie fährt. Aber auch so schon vom Sitzen her. Der Lenker ist nicht so breit. Ist auch nicht richtig schmal, aber so mittelmäßig würde ich mal sagen. Und die Spiegel sind, wie sich das gehört, hier an der Verkleidung angeschlagen vorne an der Halbschale. Blick nach hinten ist so mittelmäßig. Also ist jetzt nicht schlecht. Für damalige Verhältnisse würde ich sogar sagen eher gut. Das war ja damals immer so, ja, wurde nicht so ein Wert drauf gelegt, aber das geht hier in Ordnung. Und ich sitze so leicht nach vorne geneigt. Die Sitzhöhe ist ja auch überschaubar hier. Also ich komme auch gut mit den Füßen auf den Boden. Auch kein Problem. Und das sollte auch für kleinere Leute durchaus in Ordnung gehen. Ja, und jetzt fahren wir mal eine Runde. Und das ist echt die Show. Also das ist ja die Maschine meines Bruders und ich bin sie auch schon gefahren, heute nicht das erste Mal. Ich hatte auch schon mal eine eigene 1250er Suzuki, allerdings damals eine GSX 1250 FA mit der Vollverkleidung, aber der Motor ist ja der gleiche und es fährt sich auch tatsächlich so ähnlich. Ich gebe mal Gas, ne? Also, ja, dieses Motorrad lässt sich wirklich, das ist ja bei einigen Motorrädern so, aber bei dem hier ist es extrem ausgeprägt, lässt sich fast auf den Motor reduzieren, weil der halt so, so gut ist. Ja, also diese 98 PS sind ja aus heutiger Sicht gar nicht so der Oberbrüller, moin. Aber dieses Drehmoment und dann vor allem diese lineare Leistungsabgabe. Komm, ich dreh mal hoch, Achtung. Am Schnürchen gezogen, also da ist überhaupt keine Delle irgendwo. Das geht total berechenbar nach vorne und oh, das ist einfach herrlich. Und dann dieser Sound, gut, das könnt ihr jetzt nicht so hören, weil ich die Geräusche immer rausfilter per Software, damit ihr überhaupt was hört von mir. Aber glaubt mir, das hört sich einfach total geil an. Also Soundcheck haben wir auch schon gemacht. Und auf dem Bike ist das mindestens genauso geil, wenn nicht noch geiler.
Und diese Maschine hier, mal gucken. Na, jetzt geht es natürlich gerade nicht. Die sprötzelt auch so ein bisschen. Also das liegt natürlich an diesem Auspuff. Also wenn man quasi in den Schiebebetrieb geht. Achso, ich will noch mal irgendwas anderes zeigen. Wenn man in den Schiebebetrieb geht, dann ja, macht die so Fehlzündung. Total geil. So, genau, was wollte ich zeigen? Ich wollte den Lenkanschlag zeigen. Das ist nicht so doll, aber auch typisch für Sporttourer der damaligen Zeit. Also der Wendekreis ist eher groß. Und was auch bei der Maschine eher groß ist, ist die Neigung zum Geradeausfahren. Na, das ist aber jetzt ganz schön frech, junger Mann. Und noch einer, natürlich, fahren Sie ihm ruhig über den Haufen. Mann, junge Leute. Egal, also das ist ein Sporttourer und der fährt einfach gerne geradeaus. Also das hat Vor- und Nachteile. Es fühlt sich irgendwie an wie auf dem D-Zug. Im ICE Richtung München irgendwie. Bitte gehen Sie auseinander, die Bahn fährt los. Nachteil ist natürlich, das ist kein Kurvenräuber, beziehungsweise das Einlenkverhalten in Kurven ist auch ein bisschen komisch. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen irgendwie. Das ist mir eben gerade wieder aufgefallen auf dem Weg hierher zum Drehort. Also es ist nicht so, dass sie nicht willig in die Kurve gehen würde, aber sie kippt irgendwie so ein bisschen von alleine. Wenn man das weiß oder beziehungsweise wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das eigentlich ganz geil. Aber im ersten Moment ist es so ein bisschen komisch. Man macht irgendwie, ja, man lenkt irgendwie und denkt so, huch, was ist denn jetzt los? Passiert da gar nichts. Also am besten ist es tatsächlich bei solchen alten Dingern mit dem guten alten Lenkimpuls zu arbeiten. Also wenn ich jetzt, ich kann das ja gleich mal demonstrieren, da vorne kommt ja gleich die Kurve. Wenn ich jetzt hier in die Kurve fahren will, dann mache ich Folgendes, dann drücke ich hier nach vorne, so, zack, und dann legt sie sich halt gleich automatisch und dann ist auch alles gut. Aber wenn ich das halt so machen möchte wie mit anderen Motorrädern, bei anderen modernen Motorrädern, da fühlt sich einfach ein bisschen anders an. Ist echt schwer zu erklären, aber ist so, mag auch an den Reifen liegen, das spielt da natürlich auch eine große Rolle. Ich glaube, diese Reifen hier sind auch schon ganz schön runter. So, Technik, der Suzuki GSF 1250 Bandit. Wir haben hier einen Doppelschleifenrohrrahmen aus Stahl. Das ist ja noch alles aus Stahl. Und vorne haben wir dann eine 43 mm Telegabel, eine konventionelle Gabel, kein Upside Down. Das gab es damals halt eher selten. Man kann hier aber die Federvorspannung einstellen in den Gabelholm bei der Gabel. Und der Federweg liegt hier bei 130 mm. Ja, das Rad vorne ist eine 17 Zoll Felge mit einem 120-70er Reifen. Ja, was damals für ein Reifen da drauf war, das weiß ich nicht. Hier ist jetzt ein Michelin drauf, aber ich glaube, die Urausrüstung war mal eine andere. Aber das spielt ja beim Gebrauchtwagen eigentlich keine große Rolle. Bremsanlage vorne kommt noch von Tokiko, japanischer Hersteller. Das ist eine Doppelscheibe mit zwei 310 mm Scheiben und einem Vierkolben-Festsattel. Das ist natürlich axial verschraubt, aber hier kann man auch ganz gut erkennen, hier gibt es auch vorne ABS, hinten natürlich auch. Und dann schauen wir uns mal das Zentralfederbein an. Ich weiß nicht, Uwe, ob du das hier einfangen kannst. Versuch's mal. Ein bisschen versteckt hier hinter dem Rahmen. Das ist halt ein Monofederbein. Federweg hinten 136 mm. Und auch hier kann man die Federbasis und auch die Zugstufe einstellen. Und ja, dann hat das Bike eine Kastenschwinge. Eine Zweiarmkastenschwinge. Die ist allerdings aus Alu, wenn ich das richtig gelesen habe. Kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, aber stand so bei den technischen Daten. Soll Alu sein. Und ja, hinten dann eine kleinere 240er Einzelscheibe mit einer Einkolbenbremszange von Nissin. Ist auch witzig, ist auch typisch Suzuki. Das haben sie früher oft gemacht. Irgendwie unterschiedliche Hersteller vorne und hinten. Egal. So, jetzt müsstest du mal hierher kommen, bitte. Und den Motor filmen. Jetzt kommen wir nämlich zum Prachtstück dieser Maschine. Ich finde, das ist quasi, ja, das zentrale Merkmal der Bandit ist einfach der Motor. Das ist natürlich ein Reihenvierer hier mit 1255 Kubik Hubraum, flüssigkeitsgekühlt. Und er leistet hier 98 PS bei 7,5 und 108 Newtonmeter bei 3700 Umdrehungen. Und das war für damalige Verhältnisse sensationell. Also nicht die 98 PS, sondern die Newtonmeter. Also es hatten weniger Maschinen und ja, die Maschine rennt maximal 230, ist noch nach Euro 3 homologiert. Der Tank, ja, ein Inhalt von 19 Litern,
Verbrauch, ja, die schluckt ein bisschen was, so knappe 6 Liter müsst ihr schon einplanen. Reichweite ist damit rechnerisch bei 328 Kilometern. Maschine hat 6-Gang-Getriebe und Kettenantrieb. Und vielleicht filmst du bitte nochmal den Auspuff hier. Das ist natürlich nicht der Standard-Endschalldämpfer. Da war früher, da waren so furchtbar riesige Tüten dran bei Suzuki. Das ist hier einer. Es gibt keine einzige Bande, die mit dem Serienauspuff fährt. Ich habe noch keine gesehen. Nee, stimmt, ich bin damals im Original dran, aber auch nur 3 Monate. Ja, das ist hier halt ein spezieller Auspuff. Und wie die Maschine klingt, das werden wir euch jetzt mal zeigen. Kommt zur Beschleunigung auf der Suzuki GSF 1250 Bandit. Ja, ich habe keine Fahrmodi oder irgendwas, was ich hier einstellen kann. Ich kann eigentlich nichts falsch machen. Ich muss einfach nur gucken, dass ich Gas gebe. 3, 2, 1. Ab geht der Fuchs. Jawohl. Hopsa. Im ersten Gang kann man hier geschmeidig hochziehen bis auf 100. Dann kommt allerdings auch in den Begrenzer ganz zum Schluss. Aber gut, für so eine Beschleunigung macht das ja durchaus Sinn. Und ja, also das Ding, obwohl es so schwer ist, geht echt ab wie Schmitz Katze. Also das ist schon brillant. Wahrscheinlich wäre es sogar noch ein bisschen schneller gegangen. Aber also das ist sicherlich nichts, woran es mangelt hier bei der Bandit. So, Durchzug 60 auf 100. Das sollte eigentlich auch ein Scherz sein hier für die Maschine. Ich weiß gar nicht, in welchem Gang ich bin. Achso, ich habe eine Ganganzeige, im 5. Sehr gut. Die Maschine hat wieder 6 Gänge. Jetzt fahre ich gleich 60 und ziehe dann hoch auf 100. Ich tippe auf 3 Sekunden. 3, 2, 1. Boah, ab geht die Maschine. Und 100. So, wahrscheinlich weniger als 3 Sekunden. Also wie gesagt, das ist ein Drehmomentmonster. Und insofern, mit der kann man auch echt richtig geil im 5. Gang ganz smooth durchs Dorf fahren. Man muss nicht viel schalten. Ja, ist halt dieser Motor, der so viel Kraft hat. Und das ist schon geil. Macht schon echt Spaß. So, dann gehen wir noch mal hier in die Eisen, mal gucken, wie sie bremst. Und wieder bremsen. Oh, die bremst gut, sehr gut. Okay, man braucht ein bisschen Handkraft. Das ist schon so, aber sie bremst gut. Also da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Hier Uwe hat, oder der Vorbesitzer hat hier auch verstellbare Hebel angebaut. Das sind so, ja, seht ihr, ne, so moderne, die auch so hochklappen. Falls man mal umfällt mit dem Ding. Was ich auch gut finde bei der Maschine, ist das Getriebe. Das ist halt sehr exakt, schaltet sich total leicht. Und es ist auch so, dass sich der neutral, also hier der Leerlauf total geil finden lässt. Also das ist schon alles super geil. Überhaupt kein Problem. Oh Mann. Also was eher ein Problem ist bei der Maschine, ist, dass man halt wirklich gerne Gas gibt. Das ist einfach so, weil dieses Gefühl beim Beschleunigen so herrlich ist und irgendwie auch, weil der Sound immer so geil ist. Gerade wenn man Gas gibt, ich gehe mal einen Gang runter. Wahrscheinlich könnt ihr das nicht hören. Ist einfach herrlich. Ja, was auch gut ist, hier überraschend gut, ist der Windschutz. Also ich habe keine Verwirbelung an Helm, null, wirklich null, ich weiß gar nicht, wo
Ja, hier kommt der Wind und der trifft halt unterhalb meines Helmes auf meinen Körper. Aber ich habe trotzdem wenig, also ein bisschen Druck spüre ich. Ich spüre den Wind auf dem Oberkörper, aber das ist echt überschaubar. Das ist echt geil gemacht, muss ich sagen. Das war bei meiner damals. Na, wie war denn das? Weiß ich gar nicht mehr. War wahrscheinlich ähnlich. Also bei der FA. Aber hier ist es wirklich gut. Ja, diese Scheibe ist halt nicht so steil, geht nicht so hoch und dann hat man halt, das ist quasi wie ein Naked Bike, nur eben, dass man keinen Winddruck hat. Das finde ich gut. Mein Helm liegt komplett frei. Sehr gelungene Angelegenheit. Ja, was ist noch zu sagen zu der Maschine? Also, jetzt ist sie warm. Vorhin, als wir losgefahren sind, hatte ich so ein bisschen Probleme. Ja, Probleme. Ist mir aufgefallen, dass sie ja so ein bisschen störrisch noch war. Es gab irgendwie Lastwechselreaktionen. Die gibt es auch jetzt noch. Also wenn ich Gas gebe und wenn ich bremse, wenn ich vom Gas gehe, dann ist sie halt so ein bisschen ruckelig. Gut, das machen neue Motorräder vielleicht ein bisschen besser. Aber mein Gott, das ist jetzt auch nichts, was einem irgendwie, was wirklich schlimm ist. Ja, konstant verruckeln gibt es eigentlich ja, so ein bisschen. Aber da hält sich alles in Grenzen. Also was quasi, was auf jeden Fall anders ist als bei modernen Maschinen, ist eben das Gewicht. So, das kann man nicht wegdiskutieren. Über 250 Kilo für so eine Straßenmaschine ist schon mächtig. Und das merkt man natürlich auch. Also das fühlt sich souverän an. Aber wie gesagt, ein Kurvenräuber wird die Bandit nicht mehr werden. Was aber nicht heißt, dass man mit ihr sportlich fahren kann. Überhaupt nicht. Das geht schon alles echt sehr in Ordnung. Hat mir richtig viel Spaß gemacht hier, die Probefahrt. Und jetzt wollen wir mal sehen, was der Besitzer, was Uwe zur Bandit so zu melden hat. Da steht er auch schon. So, Kollegengespräch zur Bandit 1250. Ja, Uwe, du hattest, das weiß ich ja, weil ich ja nun mal dein Bruder bin, du hattest schon mal eine Bandit, ne? Ja, die 600er, die kleine, ja? Die luftgekühlte. Erzähl mal. Nicht zu lang, bitte. Nee. Tolles Motorrad, aber für mein Alter zu anstrengend, weil die einfach zu viel gedreht werden muss. Ja. Gar nicht mal, wenn man schnell fahren will, sondern allgemein. Das war viel zu nervig, also berühmte Drehorgel. Mhm. Das ist natürlich was ganz anderes. Ja, wobei sie von der Art her tatsächlich ähnlich ist. Ja. Ne? Aber also ich weiß nicht, vielleicht der eine oder andere sagt jetzt vielleicht, Mensch, geil, so eine alte Bandit, hatte ich eigentlich mal Bock drauf. Mhm. Natürlich ist die jetzt hier geiler, ne? So, aber würdest du jetzt generell sagen, von der 600er würdest du abraten? Nee, überhaupt nicht. Nee. Überhaupt nicht. Das muss man wissen, dass man sich so ein Fahrzeug anschafft, was halt Drehzahl braucht, aber die Bandits, also ich finde die klasse. Also es macht unheimlich Spaß, mit denen zu fahren. Ja. Fast jedes Motorrad, aber. Genau. Ich habe dich vorhin gefragt, irgendwie würdest du die wieder kaufen? Bist du zufrieden mit der? Und du hast irgendwie spontan gesagt, geiles Motorrad. Ja, ich habe das ja eben erzählt, noch ein bisschen anders. Ich wüsste jetzt nicht, was ich mir. Halte mal das Mikro still. Ich wüsste jetzt. Nee, ich weiß nicht, ob das die Fliegen sind hier. Ja, sind die Fliegen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich mir für ein Motorrad. Anderes Motorrad kaufen sollte. Es sei denn, ich hätte 20.000 Euro. Habe ich aber nicht. Was anderes, ja. Genau. Ja. Also, ich habe eben während meiner Probefahrt so ein paar Sachen kritisiert bei der Maschine. Das muss ja auch sein. Also, man sollte jetzt auch keinen Quatsch erzählen, finde ich. Also, es ist natürlich ein Unterschied, ob man so eine ältere Maschine kauft. Die ist jetzt 15 Jahre alt, ne? Oder 14. 14, genau. Und eine moderne Maschine. Also, ich finde grundsätzlich, sie fährt sich sehr gut. Es macht auch total Spaß. Mhm. Aber es ist halt so, die Kupplung ist ein bisschen schwergängiger. Ne? Mhm. Die bremst eigentlich ganz gut, finde ich. Aber man muss ein bisschen reinlangen. Mhm. Ne? Ja. Dann ist sie halt auch so von der wie sie in die Kurve rein, ist so ein bisschen eigenwillig. Mhm. Ne? Aber das ist eigenwillig. Das war früher so. Ja. Mhm. So Sporttourer, wir hatten ja selbst auch mal eine Honda CB1300. Könnte ich mich jetzt doch irgendwie natürlich wieder in den Arsch beißen, dass ich die verkaufe. Ja. Die ist übrigens sehr ähnlich zu der, finde ich. Ja, ja doch. Doch, vom Typ her. Und ein bisschen sportlicher ist die Honda, ne? Jedenfalls so wie ihr sie. Ja, weiß ich gar nicht. Sagen. Na gut, wie auch immer, jedenfalls, das ist ja auch ein Sporttourer gewesen, genau wie die hier. Und die sind halt, das sind halt so D-Züge, ne? Auf denen, die haben halt Gewicht, ne? Das merkst du irgendwie, die liegen satt auf der Straße. Aber jetzt in den Alpen oder so, also wir fahren ja demnächst nach Norwegen, Uwe kommt mit nach Norwegen, auch mit der Maschine.
werdet ihr dann auch sehen, wie er damit klarkommt. Da bin ich echt gespannt. Also ich meine, gut, Norwegen sind nicht die Alpen. Du kommst natürlich in jede Serpentine, ne? Das ist gar keine Frage. Das geht, natürlich. Das geht aber mit jedem Motorrad. Mhm. Aber es ist schon ein bisschen anstrengender. Also Norwegen wird nicht so anstrengend wie die Alpentouren. Nein, weiß ich jetzt schon. Nein, ich meine, aber klar, wenn man jetzt hier, wenn wir in Schleswig-Holstein durch Dithmarschen fahren. Ja, das ist was anderes. Ja, da fährst du geradeaus. Ja, das ist schon krass. So, und das ist halt kein Kurvenräuber, ne? Also so ehrlich muss man sein. Ja, nee, ist es nicht. Aber ansonsten, ich finde sie auch optisch einfach geil. Ich auch. Ne? Also sie sieht so schön aus. Mhm. Ich hatte ja mal eine FA. Ja. Finde ich die schöner. Mhm. Ist sie auch. Und ja, ansonsten hast du irgendwie, vielleicht erzählst du nochmal, hast du bisher irgendwelche Probleme gehabt? Nee, null, gar nichts. Warst du eigentlich schon mal beim Service? Auch noch nicht, ne? Nee, aber das liegt daran, dass der, von dem ich sie gekauft habe, das kurz vorher gemacht hat. Ach so. Und zwar die 48.000 Kilometer Inspektion. Ah, mit? Die soll mit Ventilstiel. Ja, genau. Das hat er gemacht. Ja. Und seitdem, wie gesagt, ich habe es vorhin gesehen. Ich fahre mal auf diesen Trip-Dings, aber ich habe eben den Gesamtkilometerstand gesehen. Ich bin jetzt gefahren 4.000 oder 5.000 Kilometer, seitdem ich sie habe. Ja, okay. Und da nichts gewesen, muss ich nichts machen. Ne? Nee. Gut, das ist übrigens auch typisch. Ne? Ich weiß auch noch, ich hatte meine mal bei MAS in Wilster zur Inspektion und da sagte Klaus so, Bennett, kann ich so irgendwie... Ja, brauchst nicht. Passiert nichts irgendwie. Nee, ne? Nee. Funktioniert einfach, geht nicht kaputt, super geil. Trotzdem möchte ich gerne wissen, ob es irgendwas gibt, was dir nicht gefällt an der Maschine. Jetzt kommt dann natürlich ein Auto, da bin ich jetzt gespannt. Dann müssen wir eigentlich vorbeikommen. Lass ihn mal vorbeifahren, egal. Ja. Erzähl mal, gibt es irgendwas, was dir nicht so gut gefällt? Na komm. Nee, spontan. Ja, natürlich hat sie, du hast es ja schon gesagt, natürlich ist sie im Vergleich zu einem heutigen Motorrad sehr schwer und ein bisschen hüftsteif. Ja. Ist mein Eindruck so. Ich bin da mit deiner Tiger gefahren. Die ist wendiger. Ja, das ist ein ganz anderes Motorrad, obwohl... Das ja auch, die auch im weitesten Sinne vergleichbar ist. Ja. Das ist halt ein älteres Motorrad. Ohne Tamtam, Brot- und Butter-Motorrad, da ist nichts dran. Genau. Nichts Besonderes. Ja, wobei, das ist ja eher ein Vorteil. Ja, deswegen, fällt mir wirklich nichts an. Nee, ist okay, muss auch nicht. Hätte ja sein können. Ja, nee. Doch manchmal, wenn man sie ausdreht, dann wird sie sehr schnell, sehr, sehr, sehr rau und sehr ruppig. Und wenn man dann den Schaltpunkt nicht optimal findet, dann knackt das einmal so. Aber, genau. Mhm. Es gibt erstaunlicherweise bei der Maschine ein bisschen Lastwechselreaktion. Ja, genau. Das hat sie ab und zu. Mhm. Aber das ist auch nicht grundsätzlich so, irgendwie ein bisschen komisch. Ne? Also ich hatte am Anfang das Gefühl, weil sie kalt war, war sie noch so ein bisschen so, jetzt ist es irgendwie besser geworden. Ein bisschen störrisch, ja. Genau. Mhm. Und sie warm ist, super geil. Mhm. Also Leute, das ist einfach ein schönes Motorrad. Ein günstiges Motorrad, das muss man auch mal sagen. Ja, ne? Also 100 PS, über 100 Newtonmeter, da müsst ihr mal suchen, ob ihr da eine Maschine findet, die da vergleichbar ist und günstiger ist. Wird man kaum finden. Nee, glaube ich auch nicht. Das, was auch gut ist, sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen, dadurch, dass sie halt so häufig verkauft wurde, da habt ihr überhaupt gar keine Probleme mit Ersatzteilen. Es gibt auch vor allem jede Menge Zubehör. Du hast ja auch so ein bisschen was dran. Ne? Gibt's einfach alles. Das ist wie so ein Golf. Oder ein Golf ist das, ja. Genau, da kann man irgendwie nicht viel falsch machen. Und das ist einfach so ein ewiger Freund. Also ich glaube auch, da wirst du noch lange Spaß mit haben, hoffentlich. Wenn ich nicht wieder schwach werde. Einen Rappel kriege und eine andere kaufe. Aber genau, egal. Na gut, wir schauen mal, wie es dann in Norwegen wird. Und ja, das soll es mal gewesen sein mit diesem Kollegengespräch. So Leute, das war unser Test zur Suzuki GSF 1250 Bandit. Garantie, ich meine, okay, Garantie gibt es nicht mehr, ne, weil die Maschine, aber sie hatte mal 2 Jahre Garantie damals. Inspektion, ja, da merkt man auch, dass es eine ältere Maschine ist, alle 6000 Kilometer, ne? Mhm. Machst du das eigentlich, alle 6000? Ich glaube, ich bin jetzt 6000 gefahren in einem Jahr. Nee. Na gut, müsst ihr wissen, aber eigentlich sollte sie alle 6000 zur Inspektion. Und ja, Wettbewerber, das ist so geil, das sind alles Maschinen, die ich früher immer alle haben wollte. Sporttourer aus diesem Zeitraum, Honda CBF 1000F, ne? Ja. BMW R1200 RS gehört dazu, Kawa ZX R1200, Ducati ST4, SD hatte Stefan mal. Kenne ich nicht, ST4? Ja. Hat die 4 Zylinder? Nee. Ach so. Die heißt so und ist halt auch ein Sporttourer. Und ja, Yamaha FJR 1300, okay, das war dann mehr so das Touring-Schiff, aber... XJR, würde ich sagen. XJR ist ja die nackte. Ja, ist die nackte, die passt doch eher... Ja, schon, hast recht, genau. Du hast recht, genau, ja, XJR 1300. Ja, das war's. Wir grüßen euch hier aus Heist und wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.